Hallo Johannes, du gibst mir auch ein Interview auf dem Open Space in Karlsruhe. Fangen wir mal so an, stell dich doch mal vor, was machst denn du? Ja, hi, ich bin Johannes Hofmeister und ich bin Student / selbstständig. Ich habe Informatik studiert und dann habe ich als Entwickler, als Softwareentwickler gearbeitet und jetzt studiere ich Psychologie. Zu deinem Studium, da habe ich mitbekommen, du machst eine Studie über empathischen Code, ne? Ganz genau, ich habe eine große, schwierige Theorie. Und ich glaube, dass wir Code anders schreiben müssen. Und dazu, um das zu beweisen, was ich dazu glaube, habe ich eine Studie entwickelt, die jetzt demnächst anläuft. Aber man kann sich schon dafür registrieren und ich brauche noch Versuchspersonen. Wenn ihr unter weaselhunter.com geht, da könnt ihr euch anmelden. Okay, kannst du vielleicht noch kurz erklären, was sind da so für Fragen? Was soll da als Ergebnis oder was sind deine Intentionen dahinter? Das ist eine psychologische Studie. Wir erheben, wie Leute mit Code umgehen. Und dann wird halt eben ein bisschen Statistik draufgehalten und dann können wir Ergebnisse ableiten. Wenn man an der Studie teilnimmt, erwartet einen Folgendes. Ungefähr eine halbe Stunde lang kriegt man mehrere Code-Snippets gezeigt, die auf verschiedene Art und Weise formuliert sind. Und man muss Fehler finden. Das ist eigentlich ein Task, den jeder so in seiner täglichen Arbeit macht. Das ist eigentlich, sollte kein Problem darstellen. Das ist C-Sharp-Code, den man dann sieht. Und, und anhand von der Geschwindigkeit, in der man quasi Fehler findet, kann ich bestimmte Sachen ableiten. Mehr darf ich aber nicht verraten, sonst gefährde ich leider die Validität meiner Studie. Okay. Dann, wie bist du in den Communities unterwegs? Ja, ich kenne halt eben einige der Leute, die halt immer wieder auf die Open Spaces kommen. Ich bin auch viel auf Twitter unterwegs und man kennt sich halt irgendwann. Deswegen bin ich auch gerne auf dem Open Space hier, weil ich auch alte Bekannte wieder treffe, auch neue Leute, die immer was Neues, Schönes zu erzählen haben. Mhm. Das macht mir sehr viel Spaß. Wie siehst du denn jetzt den Open Space im Vergleich zu normalen Konferenzen, auf denen bist du auch unterwegs? Was würdest du sagen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Naja, die Open Space Idee wurde dadurch geboren, dass die Leute gemerkt haben, ich bin auf einer Konferenz, habe mehrere tausend Euro im Zweifelsfall ausgegeben und dann ist jetzt gleich eine Session und ich unterhalte mich aber gerade so gut mit irgendwem, der genauso verrückt ist wie ich. Und ich möchte eigentlich gar nicht in die Session gehen und dann bleiben die Leute halt auf dem Gang stehen und trinken Kaffee. Und das ist ja im Endeffekt der gelebte Open Space, dass ich nämlich dann das verlagere, dass ich sage, hey, wir lassen einfach die Sessions weg. Die Leute machen eh ihre eigenen Sessions, die Leute haben eh viel zu erzählen. Und so funktioniert für mich der Open Space. Deswegen, es ist kostenlos. Das ist für mich als Student sowieso das Allerbeste. Und ich kann halt eben mich mit Leuten viel angenehmer, viel einfacher austauschen, als wenn ich jetzt auf einer großen, dicken Konferenz bin und es steht einer nur vorne und erzählt. Das ist auch gut, das ist auch ein schönes Format, das mache ich auch gerne selber, bin auch als Sprecher unterwegs. Hm. Aber Open Space ist halt eben die Unkonferenz und das ist natürlich ganz andere Philosophie, ganz andere Gedanken, ganz andere Leute, die da kommen. Und das macht mir auch, wie gesagt, sehr viel Spaß dadurch. Gut, vielleicht ergänze ich kurz noch zum für die Zuschauer, die keinen Open Space kennen, der Beitrag ist freiwillig. Genau. Also kostenlos, ja, wenn man quasi eben nichts dazu beitragen möchte, aber er ist auf jeden Fall freiwillig. Genau, wir haben ein Spendenmodell, wir sagen, hey klar, wir sind eine Community und so ein Raum, was wir haben ja große Räume und so, das wächst natürlich nicht auf dem Baum, deswegen finanzieren wir uns natürlich über Spenden. Ja. Aber da kann ich natürlich dann, wie gesagt, das für mich angemessen durchführen. Also ich muss nicht einfach 1000 Euro in die Hand nehmen, das ist der Unterschied. So, und was würdest du sagen, wo nimmst du persönlich mehr mit, von einem Open Space oder von einer Konferenz? Open Space, definitiv Open Space. Wie gesagt, mit dem Detail, dass natürlich eine Konferenz immer Open Space im Nebenher ist. Man unterhält sich mit Teilnehmern, man redet mit anderen Consultants oder so, oder Freunden oder Bekannten. Das ist der Open Space Teil von der Konferenz, ist das, wo ich an der Konferenz am meisten mitnehme. Und wenn ich nur einen Open Space habe, ist natürlich der Durchsatz ein bisschen höher. Okay, also bist du der Erste, der das wirklich jetzt so klar sagt, weil ich persönlich muss sagen, ich sehe das auch so. Ich bevorzuge Open Space eigentlich immer. Finde ich jetzt ganz interessant. Dann sag uns doch gerade mal, was waren jetzt so bisher die spannenden Sessions, an denen du warst und was erhoffst du dir noch? Also was sind so momentan deine Highlight-Themen? Ja, ich finde, der Gedanke bei einem Open Space sollte schon gar nicht so Session sein, sondern was ich mit Leuten auch auf dem Gang gesprochen habe oder so. Da kommt ja ganz viel bei rum. Und zum Beispiel jetzt eben habe ich mich ganz lange mit dem Manuel unterhalten. Der hat was über statische Code-Analyse erzählt und ganz viele haben beigetragen, wie sie in ihrer Firma das einsetzen. Und ich dachte immer, hey, das ist ja so groß und kompliziert, weil ich eher nur für KMUs gearbeitet habe. Mhm. Und da gibt es die Probleme manchmal so nicht, wie jetzt in einem großen, dicken Enterprise. Und da konnten die mir dann doch wirklich neue Aspekte aufzeigen. Mhm. Durch wirklich eine ganz kollegiale Unterhaltung. Mhm. Ganz viel gelernt auf einmal. Okay, sonst noch irgendwas? Mit dem Kostja habe ich mich unterhalten, ganz viel. Aber das war auch eher außerhalb
einer Session, Kostja Klein, mit dem habe ich mich, weil der auch sehr in der Community unterwegs ist, mit dem habe ich mich über die Community noch unterhalten. Da hoffe ich nach, dass das mal auch noch ein Interview mit ihm gibt. Genau, da werden wir wahrscheinlich noch eine Session drüber machen auch, also tatsächlich dann andere Leute mitnehmen und diese Diskussion ein bisschen auswalzen. Und das haben wir uns vorgenommen auch. Okay. Deswegen, ja. Gut, was erhoffst du dir, was noch jetzt heute und morgen so kommen soll? Ich erhoffe gar nichts, ich bin total für alles offen. Ich drücke allen die Daumen. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen was über TDD. Ist für mich ein alter Hund, für viele nicht. Also kann ich was beitragen, aber auch was lernen. Okay, super. Ich danke dir. Vielen Dank.